Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Menschen im Hohen Landtag, werte Regierungsmitglieder, liebe Zuhörer auf der Galerie und vor allen Dingen liebe Menschen zu Hause online an den Bildschirmen. Ja, wir haben ja schon ganz, ganz viel gehört und die geschlechterspezifischen medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung, also die hier im Antrag erwähnte Gendermedizin, ist ja schon seit vielen Jahren auch in Österreich angekommen und natürlich Thema. Und nicht umsonst beschäftigt sie seit dem Jahr 2007 auch die Gesellschaft der geschlechterspezifischen Medizin intensiv mit der Thematik. Und uns ist allen klar, dass sowohl die gängigen Risikofaktoren als auch der Wohlstandsgedanke bei uns in der Gesellschaft unterschiedliche Auswirkungen auf die biologische und auch auf die psychosoziale Beschaffenheit der Männer und Frauen hat. Das gilt vor allen Dingen für die Ursache Nummer 1 unserer Erkrankungen, also die koronaren Herzerkrankungen, Übergewicht und Diabetes. Ja, dies ist aber nicht nur rein auf das Vorliegen des Geschlechterspezifikums zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass im Umgang mit Menschen und deren individuellen Bedürfnissen das Verhältnis zwischen Kliniker und Patient da ganz eine maßgebliche Rolle spielt. Und leider ist es genau diese Patienten-Arzt-Verhältnis, das, was in den letzten vielen Jahren vor allen Dingen unter den Strukturen hier bei uns im Gesundheitswesen enorm gelitten haben. Und ja, da darf ich der Kollegin Heitz recht geben, genau das ist auch der Grund, warum Beschwerden und Schmerzen nicht wahrgenommen werden, weil es einfach leider derzeit keine menschensensible Medizin gibt. Aber das hat nichts mit den Geschlechtern zu tun, sondern das ist einfach der Zeit geschuldet, wie weit darf sich und kann sich der Kliniker mit seinem Patienten, egal ob er Mann oder Frau, auseinandersetzen. Und ich habe es hier unzählige Male auch schon erwähnt, auf was wir uns auch in der Sache sehr, sehr konzentrieren müssen, ist eine vorausschauende, effektive Prävention von Krankheiten, sowohl bei Mann als auch bei Frau. Die müssen wir eigenverantwortlich bei den Menschen forcieren. Nämlich vor der Entstehung und vor der notwendigen Behandlung einer Krankheit muss so lange wie möglich forciert werden, dass man eine eigenverantwortliche Prävention und die Gesundheitskompetenz stärken, weil das ist das Ziel unserer Gesundheitspolitik. Dann ersparen wir uns ganz, ganz viele Kosten und vor allen Dingen Interventionen und erhalten die Lebensqualitäten sowohl bei Mann als auch bei Frau. Und der Titel des vorliegenden Antrags, der lässt ja groß zu hoffen, Gendermedizin in Oberösterreich zur Norm machen. Leider wird in der Begründung ja sichtbar, dass die Sozialdemokratie da die nur eine Seite der Münze bedenkt und es ist schon erwähnt worden, die weibliche. Gesundheitliche Chancengleichheit ist ein wichtiges Thema, ja, für beide Geschlechter und darauf sollte nämlich auch eine Gendermedizin abzielen. Und wir müssen uns nur auf der Metaebene die Frage stellen, warum es in den letzten vielen Jahren nämlich diese Entwicklung gegeben hat und sich niemand dieser Thematik definitiv angenommen hat. Wir haben es schon gehört in der Pharma-Lobby, dieses offensichtliche Gender-Gap, das da vorherrscht. Warum hat keiner die richtigen Forschungsfragen gestellt, um dieses Gender-Gap zu bereinigen? Und da darf ich auf den Aspekt eingehen, dass es möglicherweise oder ziemlich sicher damit zu tun hat, dass sich mit der ganzen Sache kein Geld verdienen lässt und diese Fragen ungeklärt mehr Geld bringen als geklärt. Also es sieht keiner einen wirtschaftlichen Nutzen dahinter, diese Fragen zu klären und eine optimale Versorgung für unsere Menschen daraus zu ziehen. Es ist immer wieder der gleiche Mechanismus. Die Krankheit wird nicht verhindert und es wird auch nichts dahingehend getan, weil keine Krankheit heißt wie immer kein Geld. Und meine Namenskollegin hat es schon erwähnt, in der Wirtschaft ist es gang und gäbe, dass für Frauen als auch für Männer Produkte entwickelt werden, weil die natürlich auch wirtschaftlichen Nutzen haben für denjenigen. Ja, wenn wir in Oberösterreich schon eine optimale Gendermedizin forcieren, dann ist es aus unserer Sicht zwingend notwendig, dass wir das für beide Geschlechter machen, nämlich sowohl für die Männer. Und es ist in den letzten 3 Jahren ebenso sichtbar geworden, dass diese unsägliche politische Gesundheitsdiktatur
auch sichtbar gemacht worden, dass in ganz, ganz vielen Teilbereichen auch die Männermedizin noch nachzuschrauben gilt. Ich habe es gerade vorher erwähnt, es gibt nämlich auch ein anderes Phänomen, das ist das Gender Empathy Gap. Das sind die sozialen und die psychosozialen Auswirkungen der letzten 3 Jahre auf Männer, die Jobverlust, Existenzkrisen und die damit verbundenen psychischen Traumata. Da wird ja der Männerwelt nicht die notwendige Empathie entgegengebracht bei genau der gleichen Belastung. Ja, wir von der MFG, wir begrüßen natürlich jeden Weg in Oberösterreich, der es unseren Menschen möglich macht, die optimale und individuelle Gesundheits- Frau Abgeordnete, die Redezeit ist bitte zu Ende. Dankeschön. Wir stehen natürlich für eine Chancengleichheit ein, ja, natürlich, aber in erster Linie für alle. Und ich darf ganz, ganz kurz noch einwerfen mit dem heutigen Tag, nachdem gestern der Weltfrauentag war. Wir Frauen sind, glaube ich, gut damit beraten, wenn wir unser Mindset ein bisschen tragen und uns mit solchen Anträgen nicht selber zu Opfern machen und das im Ständigen, weil ich glaube, da ist uns weitergeholfen und lassen wir uns vielleicht alle gemeinsam für den 10. Oktober was einfallen. Das ist nämlich der Weltmenschentag. Da feiern wir alle gemeinsam. Frau Abgeordnete, die Redezeit ist zu Ende. Danke.